Willkommen zu einer neuen Runde. 7 Days to Die, glaube ich, heißt es. Ja. Oh. Vor allem, ich krieg hier die Krise. Jetzt liegt die Alte auf meinen Schlafsack. Geil, die will's mit dir, ohne Witz. Also ich musste hier schon nächtlich ein bisschen rumschleichen, weil die Zombies dann irgendwann da hinten kamen, wo ich mich versteckt hatte. Jetzt versuche ich mal langsam, aber sicher Richtung Stadt mich zu schleichen, um vielleicht in dem Hochhaus da irgendwas Nettes zu finden. Wobei es nachts natürlich immer noch etwas problematischer wird, aber der Mond, wie ihr seht, ist schon... Oh Gott, da ist eine Biene. Ich verziehe mich mal lieber. Sumserisch. Vor allem Wellness und Health. Also es geht gerade bei mir richtig krass schnell runter, weil ich Hunger habe. Das heißt, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich werde dann einfach, wie gesagt, alles so zurecht friemeln, dass ich den Rest der Zeit nur noch in der Stadt versuche zu verbringen. Habe ich irgendwas zu essen eigentlich bei? Ich kann ein paar Blaubeeren naschen. Dass ich wenigstens ein bisschen meinen Hunger und so erhöhen kann. Genau, du machst das und ich sammle dabei Holz ein bisschen. Okay, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Wieso, was machst du? Irgendein Vieh hat mich gesehen. Das war's. Okay. Tot. Ja, der Paar fängt schon wieder. Schon wieder mit Sterben an. Irgendwie ist es bei mir immer so. Das wird ein Insider. Das wird schon echt der Let's Die Together Insider, ey. So. Neue Tür? Neue Tür gleich aufs Maul? Ach ja, Luna. Was hast du denn an? Wie siehst du denn aus? Ich sag ja, ich bin mittlerweile YMCA-mäßig unterwegs. Jo, guck mal, ich hab noch was für dich. Willst du sowas haben oder willst du sowas haben? Das sind Mützen. Ja, es ist beides aber irgendwie komisch aus, so dunkel. Ja, nimm. Ich nehme das Basecap. Oh, ich hab jetzt beides. Mal gucken, was hier besser steht. Durability, 10, 20, 10. Das andere ist. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. 12,55. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Oh mein Gott, nein! Oder mit Basecap? Das sieht doch geil aus. Das sieht geil aus. Kriegst du das andere wieder? Jetzt bin ich richtig sexy, Leute. Oh Gott. Ich bin der sexy YMCA-Motherfucker. Und? Bitteschön. Oh je. Luna. Was jetzt? Dein Bier. Gleich erstmal. Oh, darauf habe ich gewartet, Leute. Stoßen wir in echt an. Prost. Oh, das war gut. A nice Buzz. Gleich 2. Natürlich, du musst hinterkippen. Was habe ich denn jetzt für einen Buff eigentlich? Modifier. Stamina 2 every 1 second. Ah, guck mal, ich krieg Stamina von dem Bier. Oder verliere ich? Ich weiß nicht. Irgendwas tickt hier gerade ganz widerlich. So, ich muss auf jeden Fall irgendwie eine Waffe basteln. Wie macht man sowas am besten? Aus purem Wood, oder? Ah, eine Taschenlampe, aha. Ja, die habe ich mal. Du klickerst hier so rum. Okay, ja, ich klicke renn dann mal in die. Ich kann ja eigentlich. Obwohl, habe ich irgendwas, womit ich mich verteidigen kann? Na, hast du nix? Wie bastel ich mir da am besten eine Waffe? Moment, ich guck mal kurz. Crafting. Ja, aber. Nahkampfwaffe. Hast du halt die Waffenteile? Wundenklapp. Eine Wundenklapp kann ich auch basteln. Mach ich auch mal eben. Den hätte ich auch so, aber naja. Aber da teilt nicht so viel aus. Kann man diese Wooden Spikes, könnte man die nicht hier oben drauf setzen? Kann man ja. Das ist dass sie dann vielleicht nicht direkt reinspringen? Ja, aber der Wooden Spike ist auf jeden Fall besser als gar keine Waffe, würde ich sagen. Nahkampf ist definitiv wesentlich weniger effektiv. So, auf nach Norden. Bin ich in der richtigen Richtung? Osten, Süden, bin ich weiß halt nicht, wie wir ausbauen, das ist halt das jetzt. So. Ihr baut mal und ich gehe jagen in der Stadt. Also nach vielleicht mach ein paar netten Leckereien mal durchschleichen, mal gucken, ob ich da einmal Schönes finde. Dann sprinten wir mal hier durch den Wald, liebe Leute. Wie bauen wir? Das ist halt das Problem. Ich finde schade, dass man mit so wenig HP anfängt, habe ich nicht irgendwie. Ja, ich komme, ich brauche mal ein bisschen Bandagezeug drauf. Weil zweites Stockwerk wäre eigentlich nicht schlecht, da hätten wir ein bisschen mehr Platz. Da können wir dann auch ein bisschen besser ausbauen, verstehst du? Weil hier ist alles so ein bisschen hügelig. Das ist halt das. Wirklich effektiv sind die normalen simplen Bandagen aber nicht, wa? Nee, das dauert ewig, bis das irgendwie regeneriert. Bei mir regeneriert gar nichts. Die war direkt zu benutzen und dann hat sich das. Dann war kein Buff oder so. Das war kein Hot, der abgelaufen ist, sondern wirklich einfach nur. So, ich bin immer noch nach Norden unterwegs. Diese ekligen Geräusche von den Zombies, ey.
kann. Ich laufe über die Brücke wieder. Das wird auch ein bisschen sicherer. Mal gucken. So. Ich werde das hier machen. Es wird wieder bloß ein Baupart, das ist. Bei euch ja, bei mir wird es ein. Let's go to the city. Das wird aber schnell hell. Mein Gott. Ja, das ist auch ganz gar nicht mal so schlecht. Komisch. Ach, was mache ich denn? So, wo waren das jetzt? Die Weitsicht ist wirklich verdammt schlecht, aber ich hoffe, dass das Spiel demnach noch ein bisschen optimierter wird in der Zukunft. Ja, denke ich mal auch. Diese scheiß Wespenviecher. So. So, gehen wir erstmal da rein am besten. Gibt es nicht sowas wie einen kleinen, weiß ich nicht, wie so einen kleinen Überhang oder so? Dass man die auch dran hindern kann, keine Ahnung, irgendwie am Gebäude hochzuklettern oder irgendwie dran rumzuklettern oder so? Eigentlich sollten sie es von sich aus gar nicht, die hauen da immer gegen. Ja, aber er meint ja jetzt wegen die Spiders. Achso, nee, wir sind in der Schneelandschaft, denn da gibt es keine Spider-Zombies. Ja, das ist gut. Da gibt es noch die Gefrorenen, die sind sowieso langsam, aber dafür wesentlich stärker, was Zuhauen angeht, hast du dir gemerkt. Ja. Die ruppen sich voll Schläge schnell tot. Die hauen die weg. Die hauen mir voll aufs Maul, Digo. Das geht doch gar nicht, du. So, dann würde ich sagen, dann machen wir hier, Ich glaube, die geht so nicht auf. Ne, die kannst du vergessen, die kriegst du nicht auf die Tür. Du brauchst schon was richtig Effektives. So. Ja, dann machen wir das wieder so. Ich mach die Wood Frames und irgendeine Idee, oder? Wie man an solchen verschlossenen Türen vorbeikommt? Du musst irgendwie einen Eingang suchen oder dich reinprügeln. Das geht durch nicht die Tür? An. Ja, durch die Tür. Ja, am besten durch Stein. Ja, aber mit so einem Wooden Club wird es auch nichts. Brauche ich irgendwie eine Axt oder sowas. Ja. Doch, er zerbröckelt ganz leicht. Ja, ne, dann viel Spaß beim Schlagen. Er bröckelt leicht ein. Ich glaube, ich nehme mal die Faust, vielleicht ist es effektiver. Kriegst dann nur eine blutige Hand. Ja. Das ist merkwürdig, ich kann durch die Bäume durchgehen. Ah, jetzt nicht mehr. Immerhin regeneriert dann das auch alles schön schnell. Also, es dauert so Club weiter. Der haut zwar. Ja, der ist effektiver, wesentlich effektiver. Ich will dahinter durch. Verdammte Scheiße. Ein Arsch, der wirklich langweilig werden könnte, Leute. Ich versuch's mal mit meiner komischen Axt. Mit einer Stone Axe. Vielleicht ist es effektiver. Ja, es sieht ganz gut aus. Ja, es sieht sehr gut aus. Eva. Ha! Ich höre da etwas. Scheiße. Da ist ein Safe. Ja, oh, geil. Den hol ich mir jetzt. So, da komme ich durch. Das ist gut. Die Stone Axe ist echt sehr effektiv, muss ich sagen. Dafür, dass sie so. sowas eigentlich nicht können dürfte in der echten Welt. Ja, sei froh. So. Sehr gut. So. Dann schauen wir uns mal um. Bookcase, wahrscheinlich sind da so Bücher drin. Nicht mal das. Ja, aber da kannst du dann neue Rezepte eben lernen. Boah, Alter, 45 Sekunden für den Gun Safe, aber dafür habe ich wahrscheinlich gleich ein paar schöne Waffen für uns. Ich habe den Gun Safe gefunden. Scheiße! Was denn? Oh. Was ist los bei euch? So eine kleine Zombie-Apokalypse. Echt? Was ist denn jetzt los? Ah. Oh mein Gott, nein. Dave, mach jetzt keinen Scheiß. Oh Gott. Ja, was heißt hier, mach keinen Scheiß? Das ist so eine scheiß Horde. Nee, aber ich dachte gerade, der Server wäre abgeschissen, weil auf einmal war das vorbei. Was? Jetzt darf ich nochmal 45 Sekunden warten, weil der mittendrin auf einmal unterbrochen hat, den ganz safe zu öffnen. Ich stehe hier rum, mach nichts, weißt du? Freue mich, dass ich gerade ein ganz safe bin und nur noch 15 Sekunden waren und auf einmal puff. Nö, ich habe gar nichts gemacht. Weil ich habe ja gerade alle Hände. Weil genau im Augenblick sagst du, oh mein Gott. Aber jetzt sollte es eigentlich durchgehen. Keine Ahnung, was schief lief. Das sind ja noch mehr. Noch mehr? Das ist eine ganze. Oh Gott, nein. Das ist eine ganze Horde. Das so kommt. Was wir immer mal gesehen haben, Luna. Diese ganzen Horden. Okay. Au, was schlägst du mich denn? Oh, okay. Es gibt keine ganzen Waffen mehr, sondern nur noch einzelne Teile. Waffenteile. Ja, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Gut, du bastelst dann, habe ich gehört. War ja klar. Shortpipes nehme ich auch mal mit. Okay, immerhin ein paar Waffenteile gefunden.
Dann versuchen wir nochmal weiter zu krabbeln hier. Boah. Okay. Sind da noch mehr? Boah, ich geh die Action ab, weißt du, und bei mir ist nur eine Biene am Sorin die ganze Zeit. Da kriechen noch welche. Ja, die kriechen halt so ein bisschen, voll eklig. Ich weiß, da hinten dieses große, hohe Haus. Das ist dieses Hochhaus da. Was ist denn mit dem passiert? Da ist bestimmt haufenweise Shit. Oder so eine Polizeistation wäre auch mal wieder nice. Da ist immer der geilste Scheiß. Ja. So, ist ja nun mal endlich vorbei hier? Ich glaube schon. Boah. Mein Gott, ey. Ja, also, wenn ihr sehen wollt, wie die Zombie-Apokalypse abgeht, Leute, dann guckt bei den anderen beiden rein. Bei mir ist definitiv gerade eigentlich eher mehr schleichen und gucken, dass nichts passiert. Da ist ein Zombie. Ja, da will man nur ein bisschen Holz fällen und dann... Ehrlich mal, es ist ja... I'm a Lumberjack and I'm okay. So. Also, was haben wir denn hier? KR-Filter, brauchen wir sowas? Nicht um... Nee. Nee, okay, dann lasse ich ihn liegen. Ich gehe weiter zu dem Gebäude. Das da sieht auch ganz nice aus. Das ist bestimmt auch immer schönes, aber da ist ein Zombie gerade. Ich habe jetzt keinen Bock irgendwas auf... Okay, das war's. Vorbei. Ich habe keine Bock... Oh, scheiße. Die haben mich gehört, ich versuche sie erstmal zu vernichten. Der eine ist down. Ja, ich muss die kaputt machen. Der sieht wieder aus wie Dings, aus Dings. Mhm, verstehe ich. Mensch, wie ist der Film hier nochmal mit, ich hab keinen Bock jetzt auf die Penners. Ich geh jetzt ins Haus. So. Na geil, die sind abgeschlossen. Und ich werd gerade hunted, ja geil. Nee. Aber das sind so viele jetzt. Die halbe Stadt ist hinter mir her. Na gut, nur drei im Prinzip. Aua! Mit Fackeln und Heugabeln. Natürlich. Ach, scheiße. So, was essen? Oh, diese Verwandten sind ein bisschen schneller, auch tagsüber. Wer? Was? Wie? Die Verwachsenen, die Verwandten. Ach so. Burn Victim. Das stimmt. Kann sein. So, jetzt kommt L nochmal dran. Mann, wie hieß der Film nochmal? Stirb langsam. Ja, ach so. Ach, Bruce mit seinem Willis. Ja, genau, der Bruce, der Willis. Okay, ich werde jetzt mal... Scheiße, hier sind wirklich fette Zombies, so. Ich muss schnell rein. Also ab mit der Steinaxt ein bisschen Löcher in die Wand hauen. Vorne rum ist mir fast schon zu viel los, ich versuche irgendwie von der Seite. Okay, jetzt bin ich gehuntet. Scheiße ist. Klack, klack. Shit. Gibt's hier noch einen Hintereingang? Hintereingang, sexy. Naja, du gleich wieder. Der Lümmelt hier gerne rum. Nein, hey, der Mann lümmelt hier. Oh, wo kommt der denn her? Jetzt hat er wieder die Action. Die Leute müssen ja nun näher schalten. Ja. Alter Schwede, ich glaub's ja nicht. Der kam wirklich aus dem Nichts, der Penner. Ja, das ist echt irgendwie ein bisschen komisch noch. Undetected. Versuch jetzt von hier irgendwie hinzukommen. So. Ob ich das zerhauen kann, weiß ich nicht. Sieht aber ganz gut aus. Dauert zwar eine halbe Jahrhundert vor allem. Eine halbe Jahrhundert? Digga, was? Eine halbe Jahrhundert. Boah, ich schau los. Ich prügel dich ins letzte Jahrhundert, Digga. Du Opfer. Genau so. Obwohl, Opfer sagt man ja nicht mehr. Heißt jetzt du Otto. Echt? Ich dachte Kevin. Horst Kevin Jerome? Genau so. So, okay, hier konnte ich lang. So, jetzt doch durch. Sehr gut. Ist gleich geschafft. Dann muss ich jetzt noch das Haus aufbrechen, dann kann ich rein. Alter Schwede. Interessant, dass so ein Holzbarrikade mehr aushält als Metallzaun. Mal nebenbei anzumerken. Ist jemand gestorben von euch? Nein, aber Tibran ist einfach weg. Komplett weg? Komplett weg. Auch von Skype? Ich weiß es nicht, ich kann ja nicht raustappen, ich bin in der Aufnahme. Ich weiß auch. Du doch. Okay, dann müssen wir mal kurz pausieren, glaube ich. Ein paar Minuten haben wir ja noch, deswegen würde ich sagen, wir gucken mal schnell nach, wo der Herr Tibran abgeblieben ist. Und jetzt sind wir gleich wieder da, gehe ich gleich ins Haus. Richtig, also bis gleich. So, Leute, der Tibran connected gerade wieder. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es ein paar Probleme, wie ihr seht. Eine Riesenhorde, die sich anbahnt. Ich würde sagen, ich gehe schnell das Haus ausräumen
und dann so schnell wie möglich auch wieder raus hier. Meinst du das Beste? Irgendwie. Ich versuch's. Ich geb mir Mühe. Bisschen Essen ranholen auf jeden Fall. Die Bude ist ja wirklich ziemlich krass gesichert auf jeden Fall. Von außen, von allen Seiten kommen hier Zombies. Okay, die kommen schon durch die Tür. Okay, scheiße. Ich muss hier wirklich irgendwie... Fuck, wie komme ich denn hier hoch? Scheiße, nein, die sind von allen Seiten. Es war ein Fehler, hier reinzukommen. Es war ein Fehler. Nein, die kommen schon rein! Okay, die haben von draußen, aber die gehen hoch. Kann wenigstens hoch. Schönes Treppenhaus. Okay, das ist nicht gut. Versuch mal irgendwie... Und kommst du rein, die Barkeeper? Okay, ich glaube, ich sterbe jetzt. Wir stehen immer noch connecting. Das Haus, okay, das Haus ist im Arsch. Aber ich versuche trotzdem nochmal hier lang, dann irgendwie mich, ja, weil das Haus an sich ist interessant, da gibt es eine Menge Möglichkeiten zum Holen und Finden. Schade. Nur lade ich dich mal ein, du bist ja nicht. Und du hast es nicht überlebt, oder wie? Ich hab's gerade nicht überlebt, nee. Ah, du bist ein Kegelmecken. Ja, sollte aber auch so mal gehen. Ich mache mal ein bisschen, Dings. Ah, jetzt geht's. Ich brauche nur wieder ein bisschen Sticks, Stick. Oh, der Dave bastelt schon wieder, wie es aussieht. Ja, natürlich. So, ich brauche mal ein paar Sticks. Haben wir hier Sticks im Dings? Nee, wa? Nee. Gerade nicht. Ich pack mal ein paar Sachen aufeinander, auf jeden Fall. Ich habe ja ein paar Sachen gefunden. Scrap Lead, nee. Das kommt dahin. Das kommt... Wo sind denn die Pipes? Woanders wahrscheinlich. Ist noch irgendwas Waffentechnik? Nee, okay, dann packe ich das alles links rein. Ah, da bin ich wieder. Sehr schön. Hier sind die Short Iron Pipes. Zack. Cooking Pots waren da. Ja. Dahin. Die Mütze kann ich ja da irgendwo hinpacken. Okay. Waffenteile. Auch mal einfach irgendwo reingepackt. Huch. Scrap Iron. Im Endeffekt kann der Dave nochmal irgendwie nach der Aufnahme sortieren, wenn er möchte. Ja. Muss ich sowieso. Mach ich dann lieber offscreen. Ja, ja, ist ein bisschen besser. Das lohnt sich onscreen kaum. Ja. Das reicht schon, das ganze Sammeln und Looten und bla. Den Rest behalte ich mal. Ich futter mal eben ein bisschen. Was? Ein bisschen Hundefutter. So, jetzt brauche ich noch einen Wundenklapp. Also brauche ich ein paar Sticks. Sticks gibt es hier irgendwie relativ selten, ist mir aufgefallen. Da musst du halt selber alles machen, ne? Was ist das denn? Kennst du doch. Ah. Kein auf Pasta. Ich futter mal noch ein bisschen mehr und trink auch mal was, damit ich ein bisschen mehr Ausdauer und so habe. Damit ich ja besser vorbereitet bin für die Stadt. Vor allem brauchen wir aber auch irgendwie mal was zum Herstellen für regenerative Sachen für die HP, weil wir starten ja mal mit relativ wenig HP. Das stimmt allerdings, aber du kannst ja aus Cloth-Fragmenten kannst du ja Bandagen herstellen. Ja gut. Ja gut. So, Cloth-Fragmente, findet die mal. Du weißt ja, wie wir es angestellt haben. Scheiße. Ich sag dazu nichts. Wir waren jetzt war doch ziemlich professionell. Ja, definitiv. So. Das ganze Zeug will ich mal aufsammeln. Dann sammle ich hier weiter. So. Wo ist es denn? Und noch mehr Sticks. Ganz viele Sticks. Ach, ich muss da erst mal. Das dauert jetzt aber auch Ewigkeiten, ey. Das ist so krass. Noch mehr Sticks. So. Das sieht hier oben schon besser aus. Ihr könnt ja schon mal dann die Sleeping Packs hier oben hinstellen, wenn das dann soweit mal fertig ist. Ja, mache ich das später. Lass mal ja, ja. Liegen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich rühre deinen auch nicht an. Du weißt ja, was alles drin ist. Kot ja, und Urin. Vibrator. Auch das. Tampons. Binden. Auch das. Alles, was man braucht. Für die Zombie-Apokalypse. So, Wooden Club ist ready. Dann auf in die City. Oh. Toller Reim. Was sind denn jetzt ausgegraben? Aus deiner Mutti. In einem aufs Maul, Junge? Unzähligen Fettspalten. Ach, da nee. Stehst du da drauf. Natürlich. Wenn es richtig hin und her wabert. Auf jeden Fall. Gibt nichts Schöneres. Als wabernde Muttis. Das ist irgendwie schon ziemlich strange.
Du! Was ich? Ja, du und deine sexuellen Fantasien. Nee. Nicht? Nee. Ich träume doch nur von dir, das weißt du doch. Ach, das stimmt ja. Nee, mein Penis. Ja, ist egal. Nein. Den nicht. Den nicht? Das Fischstäbchen, ey. Das Fischstäbchen. Ich geb dir gleich Fischstäbchen. Aber ganz tief in deinen Rachen rein, ey. Ii. Jetzt hör doch mal auf, so sexuell zu sein. Wir haben auch minderjährige Zuschauer. Echt? Haben wir das? Ich glaube. Wobei die, glaube ich, teilweise schlimmer sind als wir. Ja, siehst du, also kann ich auch weitermachen. Nein. Och, Mann. Wir haben einen Bildungsauftrag. Bildung? Was ist das? Also ich weiß, dass du das nicht kennst, Dave. Gib mal Download-Link. Oh, Mann. Was ist denn jetzt los? Warum? Wieso? Was ist bei euch? Siehst du den Schlafsack auch so? Du willst im Stehen schlafen, habe ich gehört. Ja. An die Wand gelehnt. Geht immer, oh, geht Mann. Immer, geht immer. Auch nicht schlecht. Bis ich schon wieder in der Stadt bin, ey, vergeht wieder ein halbes Jahrhundert, Mann. Ne, dann waren wir mal ein bisschen schneller hin. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Sag mal, da habe ich noch ein paar Sticks, damit ich mir, falls ich wieder sterben sollte, ein paar neue Wudenclubs basteln kann. Also ich gehe gerne in hölzerne Clubs. So. Wo war jetzt eigentlich David? Ach, jetzt muss ich 4 Minuten warten. Das ist ein Traum, sage ich euch. So, ich schleiche mal wieder. Schon wieder ein Headbangen. Immer diese Headbangers. Ich hasse. Warum sind denn hier eigentlich Schneesoldaten, ey? Weil sie es können. Hier ist doch warm. Ja, vielleicht. Hunted. Ich bin doch schon viel zu weit weg, um gehuntet zu werden. Eigentlich müsst ihr mich nicht mehr sehen können. Auge geht zu. Ja, dann machst du doch zu. Ich werde nicht gehuntet. Das Auge. Das Auge. So, haben wir das Wasser jetzt? Bottled Water. So, dann gehen wir nochmal in das Haus rein, wo ich eben drin versucht habe, was zu holen. Ich hoffe, dass jetzt nicht die ganze Armee da noch rumschwirrt. Ansonsten habe ich wirklich ein gewaltiges Problem. Bei deinem Glück. Okay, hier ist ein scheiß Schleichzombie. Dann gehe ich lieber an der Straße vorbei. So. Okay, ich bin schon wieder hunted. Sag ich ja. Irgendeine Potze hat mich entdeckt. Ja, wahrscheinlich. Shotgun Pump. Oh, warte mal. Kennt doch. Shotgun Pump. Shotgun Receiver. Okay, er kommt. Moin! Komm ran. Was machen wir denn dafür? Shotgun. Gibt's ja eigentlich sowas wie Angeln? Ich weiß es nicht, es gibt auf jeden Fall Angelschnüre. Aber Angeln wahrscheinlich selber noch nicht, ne. Nicht, dass ich wüsste, ne. Wäre mir auch komplett neu. Wo hab ich denn? So, Bud Spencer, down mit dir. Wooden Plank. Ja, ich renn auch mal Wooden Planks rum. Ach, das ist doch doof, ist das doch. Shot Receiver. So, jetzt muss ich nicht wieder, ja, ich bin wieder undetected. Ich geh wieder von hinten durch den Hintereingang. Oh, Libby und so. Oh, jetzt kann ich eigentlich durch den Voreingang, da haben sie sich auch schon durchgeprügelt. Die Tür haben sie endlich kaputt gekriegt, die ich nicht kaputt bekommen habe. Zu 10 sind sie da durchgerannt. Ob jetzt hier noch was los ist. Sieht auf jeden Fall sicher aus. Also ab ins Treppenhäuschen. Die Zombies sind weg. Jawohl. Ach so. Das ist ein gutes Zeichen. Dann hole ich mir mal wieder meine steinerne Axt. Ich glaub, aber wir haben wieder genug Zeit aufgenommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar draus und dann ist gut. Ja, das wäre ich auch dafür. Okay, dann würde ich sagen. Wer läuft denn hier schon wieder rum? Sehe ich hier auf dem Bett und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder nicht? Ja, würde ich auch so sagen, ja, doch. Juti! Dann sagt uns mal, Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr von uns so sehen wollt. Mehr Stadt-Action oder soll ich mal mit den anderen beiden vielleicht irgendwo auf Tour gehen? Oder aber meint ihr, das ist okay so, jeder macht so sein Ding, da haben wir verschiedene Parts zum Gucken und bei jedem eins! Oder aber soll ich mal mehr bauen? Zumindest ja, das meine Zuschauer bei mir und bei den anderen könnt ihr auch schreiben, was sie so machen sollen. Und am besten weniger sterben, denke ich. Ja, ich glaube auch. Gut. Aber bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Auf dann, auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.